Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz easy auf die Maschine AFK leveln könnt. Das Ganze könnt ihr über Nacht laufen lassen und so könnt ihr unendlich viele Runden erspielen. Alles was ihr hierfür braucht, ist erstmal einen Freund, der euch die 99 Leben Lobby aufmacht. Wie man die 99 Leben Lobby aufmacht, zeige ich euch jetzt nicht. Jedoch werde ich es euch oben rechts in die Infokarte verlinken. Also wer nicht weiß, wie es geht, kann ja oben einmal reinschauen. Wenn ihr dann die 99 Leben Lobby erstellt habt, dann braucht ihr nur noch am besten Heilaura auf Stufe 5 und die Giftpflanze mindestens 2 Ladungen. Als ersten Schritt führt ihr dann eure Heilaura auf, Leute, so dass die komplett voll ist, und dann lasst am besten so 2-3 Zombies am Leben. Als nächstes müsst ihr unter die Map und hierfür nehmt ihr am besten 2-3 Zombies, lockt ihr hier hin, wo ich hingehe, am Flugzeug zu diesem Kanister, legt euch hin, lauft nach vorne und spammt ducken und liegen, bis ihr unter die Map fallt. Das Ganze kann ein bisschen dauern, falls ihr das zum ersten Mal macht, jedoch habt ihr hier 99 Leben und könnt das halt immer wieder versuchen. Wenn ihr hier unten seid, Leute, dann lauft ihr so ein bisschen zur Seite, so dass ihr runterfallt, und wenn ihr runtergefallen seid, dann dreht euch um und klettert hier an der Seite hoch. Hier müsst ihr jetzt den Weg laufen, den ich laufe. Hier legt ihr euch einmal hin, dann könnt ihr kurz wieder aufstehen. Hier drunter kriegt ihr nochmal und am besten holt ihr euch jetzt erstmal den Juggernaut. Wie ihr das Ganze kriegt, zeige ich euch auch. Ihr lauft hier hin zu dieser Barriere, geht so vorsichtig an der Seite und klettert dann hoch. Und wenn ihr dann oben seid, dann könnt ihr hier euren Juggernaut holen. Ich muss jetzt erstmal noch ein, zwei Zombies killen, damit ich meine Heilaura voll habe. Und wenn ihr die dann habt, Leute, dann lauft hier hin, wo ich hinlaufe, rennt hier gegen. Und danach, wenn ihr unten seid, dann klettert hier hoch. Jetzt müsst ihr geradeaus hier hinlaufen, wo ich hinlaufe. Wenn ihr dann hier oben seid, aktiviert ihr eure Heilaura. Auf Stufe 5 habt ihr dann diesen Strahl und ihr stirbt hier nicht. So, jetzt lauft so ein bisschen zurück und nehmt Anlauf, sodass ihr auf diesen Tunnel drauf springt. Und wenn ihr dann oben seid, dann müsst ihr ganz schnell hier runterlaufen und links die Tür aufkaufen. Sobald ihr die Tür aufgekauft habt, dann hört die Barriere auf und ihr kriegt keinen Schaden mehr. Jetzt ganz wichtig, die Tür hier dürft ihr nicht aufkaufen, auf keinen Fall. Und ich würde euch empfehlen, schaltet den Strom auch nicht ein, weil dann kommen auch keine Hunde und ihr könnt wirklich 100% AFK gehen. Jetzt könnt ihr auf eure Giftpflanze wechseln und die füllt ihr jetzt erstmal auf und macht erstmal ein paar Kills hier. Wichtig ist auch, ihr dürft den Tunnel nicht aufkaufen, gar keine Tür, auch nicht die vom Teich und nicht die von der Absturzstelle, also lasst beide Tunneltüren zu. Wenn ihr dann hier so steht wie ich, und zwar hinter dieser Tür, also geht nicht zu weit nach vorne und nicht zu weit nach hinten, wenn ihr dann so steht, dann spawnen die Zombies, wie ihr seht, alle vor euch. Jetzt könnt ihr erstmal eure Giftpflanze aufleveln bzw. aufladen bis auf mindestens 2 Ladungen. Und wenn ihr dann eure 2 Ladungen habt, dann traint alle Zombies, die da spawnen, hier in diesem Bereich. Weil wir brauchen eine große Horde jetzt. So, traint die alle, lauft so ein bisschen herum. So, bis alle Zombies da rausgekommen sind. Es werden auch welche von der Seite jetzt kommen, weil die hier rumlaufen tut und nicht vor der Tür steht. So, wenn ihr dann genug Zombies habt, dann lasst euch von den Zombies töten. Stellt euch am besten so an die Tür da vorne in die Nähe und lasst euch dann von den Zombies töten. Wenn ihr dann down seid, dann belebt euch nicht direkt wieder, sondern wartet, bis die ganze Zombie-Horde zurück zu diesem Spawn läuft. Wenn die Horde dann dort ist, dann könnt ihr euch wiederbeleben, und was ihr dann tut, ist, ihr werft direkt eine Giftpflanze auf die Horde, so wie ich. Und ich mache das immer so, ich warte auf die zweite Killwelle und aktiviere dann direkt meine Giftpflanze. Ihr könnt auch eure Giftpflanze spammen, das funktioniert manchmal auch einfacher. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann ist die Giftpflanze vor dem Spawn. Ihr müsst noch die restlichen Zombies hier töten, weil ihr seid ja nicht in dem Spot und darum spawnen die querbeet. Und wenn ihr dann eine neue Runde gestartet habt, dann geht wieder zurück dort, wo ich hingehe, hinter die Tür und bleibt hier stehen, Leute. Ihr könnt jetzt komplett hier stehen bleiben. Solange ihr nicht nach vorne, zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten läuft, dann kommt auch nicht der Megatron und die Hunde kommen ja sowieso nicht, weil der Strom aus ist und die Zombies werden alle direkt nach dem Spawnen sterben. Das war's dann mit dem Glitch, Leute. Ich hoffe, euch hat der Glitch gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, die können das sehr gerne an dieser Stelle ändern. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao!